Christus sagt zu Petrus, auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Geht es hier wirklich um die katholische Kirche? Und ist wirklich Petrus dieser Fels? Ist er der erste Bischof? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. In diesem Abschnitt geht es um eine zentrale Frage. Nicht wer ist Petrus, sondern wer ist Christus? Ist er der Jeremia? Ist er Elia oder ein anderer Prophet? Das ist die Zentralfrage. Und nun gibt dazu Petrus eine fundamentale Aussage, ein fundamentales Bekenntnis. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist ein fundamentales Bekenntnis, das Gott der Vater ihm eingegeben hat. Und nun macht Christus später einen Themawechsel. Er sagt, du bist der Petrus, Petrus heißt Stein, und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Christus nennt hier drei Dinge. Er nennt hier einen Erbauer, einen Baumeister, das ist Christus selbst. Er nennt hier ein Gebäude als Metapher, das ist die Gemeinde, die Ekklesia. Alle wiedergeborenen Christen sind lebendige Steine in diesem Haus. Also diese Ekklesia, diese Gemeinde, ist die Summe aller wiedergeborenen Christen, hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Und es ist seine Gemeinde und diese baut er auf einem Fundament, auf diesem Fels. Wer ist dieser Fels? Fels ist immer eine Metapher in der Bibel für Unerschütterlichkeit, für Sicherheit, für Unüberwindbarkeit und all das ist Petrus nicht. Petrus ist nur ein Stein in diesem Haus. Nein, Christus nimmt hier eindeutig Bezug auf dieses Bekenntnis, das Petrus von sich gegeben hat. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, Christus selbst ist dieses Fundament, auf dem Christus selbst sein Haus baut. Der Sohn Gottes ist unerschütterlich, unbesiegbar, unüberwindbar. Er ist das Fundament dieser Ekklesia, seiner Gemeinde. Das hat also nichts mit der katholischen Kirche zu tun und hat auch nichts mit Petrus zu tun. Er ist nicht der Fels, sondern Christus ist der Fels, das Petrus in diesem Bekenntnis zum Ausdruck bringt. Und deshalb hat diese Gemeinde, diese Ekklesia ein Merkmal. Die Pforten des Hades können sie nicht überwinden. Das heißt hier, der physische Tod, der durch die Sünde in die Welt kam und mit dem auch der Teufel Macht ausübt, dieser Tod kann die Gläubigen nicht besiegen, die erlösten Christen nicht besiegen. Sie werden zwar auch sterben, können sterben am Ende des Lebens, aber sie werden auferweckt werden und in die Gegenwart Gottes gebracht werden. Also weder der physische Tod noch der geistliche Tod noch der zweite Tod, das ist die ewige Trennung von Gott im Jenseits. Nichts kann diese Gemeinde überwinden, denn Christus selbst, das Fundament, hat die Schlüssel des Todes. Aber auch Petrus hat ein Merkmal. Er hat die Schlüssel zum Reich der Himmel auf der Erde. Das Reich der Himmel ist nicht die Gemeinde, die Ekklesia, sondern es ist der Bereich auf der Erde, zu dem sich die Menschen zu Christus bekennen. Und hier gibt Christus ihm repräsentativ Autorität. Schlüssel ist immer ein Bild für Zugangsautorität. Und so haben die Gläubigen, auch die Apostel, aber auch die Gläubigen, Autorität auf der Erde, die Menschen zu binden und zu lösen. Schau dir dazu das Video an, das ich verlinkt habe. Diese Autorität umfasst mehrere Aspekte, zum Beispiel eine administrative Sündenvergebung, das wird in dem Video unten erklärt, aber auch den Aspekt, Taufen durchführen zu können. Denn durch die Taufe kommt jemand formell in den Bereich des christlichen Bekenntnisses, aber auch Zugang zu gewähren zum Abendmahl, zur Gemeinschaft am Tisch des Herrn beim Abendmahl. Diese Autorität haben die Gläubigen und diese Autorität wird im Himmel anerkannt. Nun, es gibt zu dieser Aussage viele Fehlauslegungen. Nein, es geht hier nicht um Petrus, er ist auch nicht der erste Bischof. Und es geht auch nicht um die katholische Kirche. Man hat ja ein menschzentriertes, menschliches, religiöses System aufgebaut, das absolut nichts mit der Bibel zu tun hat. Und es ist seine Gemeinde. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.